Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir sind im End-Kampagnen-Game. Das Endgame beginnt erst nach der Kampagne. Akt 10, fast fertig. Wir gehen noch zum letzten Tempelrefugium und danach hier hin. Was dort ist, weiß ich noch nicht. Also weiß ich schon, aber ihr noch nicht. Aber vielleicht. Ja. Ah, wir haben ja ein schneller Bild, es wird schnell gehen. Ja, ich bin wirklich sehr positiv überzeugt über den Bild. Ich wusste nicht, dass der Bild so leicht durch die Akte kommt. Ich habe nur gedacht, ja, es könnte einer sein, dass man den Solus Elephant eigentlich sehr gut spielen kann. Es ist einfach die Nummer 1 bei Solus Elephant SC. Und deshalb habe ich den genommen. Ist ein Ball Lightning tot im Bild. Und, jo, ist ziemlich OP. Ist ich gar, also hätte ich nie erwartet, dass ein Totenbild so effektiv sein kann im Solo-Selfand. Ich spiele ja fest Solo-Selfand. Bekomme von der Gilde ein paar Items überhaupt, die sind so mordschlecht immer. Also zum Beispiel den Soulmantle. Ja, der geht natürlich noch viel besser und er hat einfach, ja, glaube ich, nur zwei Sockel gehabt. Und deshalb kann man jetzt nicht unbedingt von einer Riesenhilfe sagen, aber Solo Self an einen Soulmantel zu finden, geht nicht. Habe ich versucht vorletzte Season und ich bin kläglich gescheitert. Ich habe nie einen Soulmantel gefunden. Ja, und der erste Platz im Solo Self Found hat ihn endlich gefunden oder eingesetzt ist endlich. Jetzt benutzt ihn. Ich habe vorgesorgt, ich konnte schon wissen, dass er das unbedingt dann mal irgendwann mal braucht. Jo. Wir spielen ja nicht Solo Selfhand Liga, sondern eine SC einfach. Und falls wir etwas brauchen, können wir ja zum Beispiel Eliorian Strich 05 von Twitch helfen. Na, helfen, fragen. Ach, wir müssen uns helfen. Also manche Items sind so ultra selten. Also wenn wir einen Mirror of Calantia finden in diesem Let's Play, bin ich der glücklichste Mensch. Obwohl wir ihn überhaupt nicht brauchen können, eventuell. Ja, stellt euch mal vor, mit diesem Item kann man ja eigentlich etwas klonen. Das muss natürlich schon sehr teuer sein. Also genau weiß ich nicht, wie man den, also was er macht. Ich glaube, er tut irgendwelche rare Items oder so. Sind es legendäre Items? Einfach so Spielfäden. Ich habe das Item eigentlich noch nie angeschaut. Ich weiß gar nicht, was es macht. Nur von einem Item gehört, wo man das klonen kann. Das kann schon den Mirror of Calantia sein oder etwas anderes. Da könnt ihr mir vielleicht besser helfen, als ich irgendwo nachschauen. Ja, ziemlich geil. Ja, stellt euch mal vor, ihr seid zwei Waffenkämpfer und habt ein Schwert, das mega viel Damage macht, ein rares Schwert oder so. Und ihr klont es einfach, dann habt ihr einfach zwei. Also, ihr könnt einfach beide tragen. Ja, zwei Waffenkampf ist leider nicht mehr so gut. Also ich hab's, seitdem es genervt wurde, eigentlich auch nicht mehr so genutzt. Ich wollte schon den Zaubertoten einsammeln, aber wenn wir da Soulmantle benutzen, werden wir den gar nicht. Ja, können es halt einfach nicht mehr nutzen. Weil wir jetzt Zaubertoten schon auf der Rüstung haben. Ja, so langsam mal die Gegner wieder ein bisschen mehr leben. Ja, vor allem die Rare, die so oft hier sind. Aber es ist eigentlich immer leicht. Eigentlich ist dieses Level immer leichter als alle anderen zuvor. Das ist schon gut. In Akt 10 natürlich noch.
Das ist das leichteste Level in Akt 10. Finde ich irgendwie manchmal. Man rast einfach irgendwie eher durch. Weil manche Gegner, die in Akt 5 da waren, existieren jetzt nicht mehr. Also einfach Angriffstypen Gegner. In Akt 5 kann es schon schwer sein, hier durchzugehen. Oh, Geisterwille, cool. Ist das jetzt auf ja, T1? Nice. Wir gehen jetzt hier schon rechts, weil eventuell ist hier noch ein Rezept irgendwo. Ja, aber wo? Genau wo? Also ich habe ja letzten Part gesagt, eventuell, weil CPU-Auslastung immer noch mega hoch ist, werde ich mal ein bisschen Pause machen von Path of Exile nächste Liga. Aber ja, wenn ich jetzt so denke, wie Spaß mir das immer wieder macht, ja, mache ich trotzdem weiter. Also wenn ihr auch zuschaut, weil ich bekomme noch nicht viele Zuschauer rüber von diesem Spiel. Da müsst ihr halt mehr zuschauen, wenn ihr wirklich das auch wollt. Zwingen tue ich euch nicht. Ich sage nur, ihr müsst zuschauen, damit ihr es einfach auch mehr bekommt. Also mehr weitere Ligen. Dass ich nicht denke, ja, ihr wollt es heute sowieso nicht schauen. Ich spiele dann eher andere Games. Aber eben, Kritik dürft ihr immer geben. Sagt, ja, macht trotzdem weiter, egal ob du nur 10 Zuschauer hast oder so. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch eine Motivation, Säge 2 wieder zu spielen, nur stürzt es bei mir jetzt jedes Mal ab bei Start. Ich habe alles DirectX und so installiert, auch ausgeführt, dass ja, Benutzer, wie sagt man, Administrator und auch dieses Rec-Zeugs ausgeführt und trotzdem stürzt es immer noch ab. Keine Ahnung, was los ist. Jupp. Was ich noch machen muss. Ist schade. Secret 2 wurde verlangt. Vielleicht werde ich Resurrected auch noch kaufen. Ja, ich glaube schon. Und zwar eben nicht so ein Diablo 2-Fan ohne Mods. Aber gut. Machst du auch noch etwas? Okay, muss nur reinlaufen. Der Boss hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich bin wieder voller geht's nicht. Inventarprobleme, fix das mal bitte. Einfach mal viel größeres Inventar. Muss doch nicht so realistisch sein. Also ein Action-Rollenspiel sollte wirklich große Inventar haben. Okay, eine gute Rüstung. Ziemlich gut. So, nützt das jetzt zu tragen? Boah, wie viele Maps wir haben. 77 sofort die Wiederherstellung. Also den Trank, der muss unbedingt sofort die Wiederherstellung haben. Das bringt uns nichts. Wir brauchen sofortige Wiederherstellung. Dringendst. Sonst sterben wir doch dann wieder mal. Vor allem in Heists. Ist das wichtig? So, jetzt gehen wir Richtung Kitaba. Genau, ich muss ja noch den Ding holen. Den Stab habe ich ja noch nicht geholt. Lol. Dann habe ich gar nicht gedacht. Reingehen da. Mitnehmen.
Weil der so fett ist. Eieiei, wie groß muss er das sein? Ja. Ja, wir sind Stärke und Intelligenz. Aber ist beides schlecht. Schade. Ja. Jetzt ist er da. Innozenz. Verkörperung des Guten. Der Unschuld. Tötet Kitaba. Also wenn ich einen Boss-Tod feiere, dann ist es von Kitaba. Ja, dann sehen wir, was passiert alles. Also ich hoffe, ich kann es gut zeigen. Aber für die, die es noch nicht wissen, ja. Er stirbt eigentlich relativ spektakulär. Ihr habt ihn ja schon in Akt 5 gesehen. Ich habe sogar zweimal in einem Livestream noch. Und, jo. Ist natürlich jetzt nicht anders viel. Ist einfach schwer. Aber die guten Kitaba-Kämpfen, die kommen erst. Er heißt, glaube ich, aber anders in den Maps. Vielleicht gibt es ihn aber auch gar nicht mehr. Keine Ahnung. Sollen wir noch delfen, bevor wir Maps machen? Nein, wir machen zuerst so 5, 6 Maps. Also noch mehr. Und dann delfen wir erst. Pennt man die Maps, also die Wechselsachen rechts vom Atlas mal ein bisschen sammeln. Und dann mal gezielt darauf grinden. Also nebenbei einfach grinden. Nicht so gezielt. Ja, schon gezielt, aber. Einfach die machen, die wir schon machen können, und dann später die machen, die dann damals noch zu schwer waren. Ja. Genau. Und wenn ihr Ideen habt, oder ja, wenn ich etwas nicht so gut mache, dann könnt ihr das auch sagen. Ich kenne mich jetzt nicht so extremst aus, weil ich jetzt nicht immer so viel gespielt habe. Also pro Season habe ich meistens so bis Level 80, 87 ungefähr gespielt. Also so richtiger Profi bin ich natürlich auch nicht. Wenn ich einfach zu viele Games spiele und zu wenig weit in Path of Exile komme, um es wirklich zu kennen. Und eben diese Liga habe ich mir vorgenommen, auch wenn ich jetzt schon recht spät dran bin, wirklich auch ausgiebig zu zocken, also eigentlich alles. Wenn der Bild auch, also vor allem die Items, die man findet, auch mal etwas zulassen im Very Endgame. Weil das Spiel gehört schon zu einem recht schweren Spiel. Hoch oben in der Schwierigkeitsgradskala von einem von den Spielen. Gibt es so eine Liste? Kennt ihr eine Liste, wie schwer ein Spiel ungefähr ist? Würde mich mal interessieren, weil ich spiele schon gerne schwere Spiele, aber eine Konzentration tut mich meistens ein bisschen davon abhalten, allzu viele schwere Spiele zu finden, eben weil ich multitaskingfähig bin und an zu viele Sachen denke gleichzeitig. Okay, es geht wirklich runter. Mist. Wenn ich mich manchmal umentscheide und aber auch einen Fehler mache. Das ist ein bisschen mühsam. Jupp, jupp. So, dieser Abschnitt ist vielleicht geradeaus gehen. Ja, es ist ein Kanal. Und dann sind wir eigentlich fertig, aber wir müssen noch den Atlas holen. In
diesem Abschnitt, wo wir vorher waren, vor diesen zwei Levels jetzt, im großen Abschnitt, also Marktplatz oder so. Dort ist dann die Stadt und ringsum müssen wir noch ein paar Sachen holen. Das ist sozusagen das Prolog noch, aber das ist sehr kurz. Okay, dachte, der wäre schwer. Ja, jetzt machen wir doch noch ein bisschen mehr Schaden bald. Gegner so zäh werden. Die Bosse vor allem. Ja, ich hoffe, wir kriegen es hin mit 6 Linket. Wäre schon gut. Ja, dann kann ich auch ohne Kikuratsu echt gut weiterkommen. Sonst weiß ich gar nicht, im passiven Baum gibt es nicht mehr so viele Damage-Nutz. Naja, ich hoffe, ich habe kein Rezept irgendwo verloren. Wir gehen direkt rein. Ich liebe doch den Bosskampf so sehr. Weil ich habe ihn gehasst am Anfang, weil er einfach zu schwer, man hat zu viel Schaden bekommen. Und jetzt bin ich ihn eher so zu leicht müssen. Ja, manchmal Mana-Tränke wegen dem Boden, wenn man ihn nicht so gut sieht. Gut auf dem Boden. Oh. Musst nicht den Zinn holen. Gut, konnte man dort noch ein bisschen ausweichen. So, mach mal das Herz kaputt. Aua, was ist das gewesen? Das ist der Große gewesen. Nicht dieser Dämon, der kommt von rechts hier zu mir. Der macht Schaden. Oh. Also einfach lernen, immer wieder machen oder so. Einfach lernen. Boah, ist der schnell. Diesen Angriff, den müsst ihr einfach rechts ausweichen. Wenn ihr zu wenig schnell seid, dann verbrennt ihr relativ schnell. So, jetzt schauen wir das natürlich an. Das Herz ist explodiert und jetzt kommt er hoch. Und tanzt noch ein bisschen rum. Nein, er heucht natürlich. Sein Herz ist hier sozusagen teleportiert in seinen Platz im Körper. Und dann ist er so hoch. Und das ist sein Herz explodiert. Einfach einer der geilsten Tode. Stellt euch mal vor, ich würde das passieren und ihr würdet noch einige Zeit leben. Also, ich weiß nicht, wie lange man dann noch bei Bewusstsein ist. Natürlich nicht lange. Und es würde euch passieren, ein Herz explodieren würde. Also eine Granate sozusagen im Körper. Um eurem Körper aus. Ist ja heftigst. Ja. Gut steht man dann. Also Lebenschance gleich 0, weil euer Motor, das Herz ist ja die Pumpe. Ist eigentlich schon ein bisschen der Motor. Wird einfach zerfetzt. So. Ja, DBOs Klagelied. Kann mir jetzt nicht vorstellen, was man jetzt damit machen könnte. Ja, vielleicht einfach so ein Angriffs Schreibild. Es gibt ein paar Schreie, die Schaden machen oder so.
Aber genau, Kälteschaden machen sie aber auch nicht. Höchstens. Die machen, glaube ich, Feuer- oder Blutschaden. Abyssal Cry heißt doch einer. Und der macht, glaube ich, sogar Chaosschaden. Tja. Gut, weniger Flüche und Chaosresistenz natürlich sehr wichtig. So, da haben wir auch. Also geht zum Tempel-Laboratorium, stellt Nachforschungen über Kiraks Bruder an. This is neither the time nor the place. Jetzt müssen wir, glaube ich, da in einen Nebenraum. Man setzt zuerst die Treppe runter. Dann hier einen Nebenraum. Was ist das eigentlich? Aha. Ich glaube, hier war ich beim ersten Mal nicht so. Da wusste ich nicht, was machen. Ich glaube, vorletzte Season habe ich dann auch irgendwas nicht verstanden. Also hier muss man gar nicht rein. Okay. Aber wir müssen das halt sehen, dass der Atlas dort explodiert. Geh zum Gefallengericht. Gut, dann müssen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir rechts runter. Und dann müssen wir, glaube ich, noch links gehen. Zuerst noch rechts runter da. This is Ja. neither the time nor the place. Gut. Manche Gegner sind hier besonders zäh. Also hier müsst ihr nicht unbedingt alles töten. Also hier noch nicht. Das ist dann unten wahrscheinlich. Es ist ein bisschen schwer, weil nirgendwo Anzeige-Dinge sind. Okay. Also nirgendwo wird angezeigt, wo man genau hin muss. Der Pfeil. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Okay, da oben ist es. Genau, man muss aber jetzt noch weiter in die Schatzkammer. Jetzt bin ich hier unten schon durchgegangen. Ich hoffe, es ist nicht da oben gewesen. Nein. Es ist bei diesem Ratssaal. Ich mir ja den Boss gerne mache in Akt 5. Genau hier. Ist es irgendwo. Genau. Doch nicht hier. Aber hier müssen wir dann auch mal irgendwo mal durch. Und doch falsch. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Also gehen wir mal hier nach oben. Verfluchten Reliquienkammer müssen wir wirklich wieder zurück. Oh mein Gott. Aber hier dort müssen wir nochmal hin. Genau. Okay. Also man muss nur dieses Büro aufsuchen, den Schlüssel holen und jetzt hier runter. Gut, und hier müsst ihr nicht alle Gegner töten. Einfach schnell genug sein. Okay, jetzt geht's auf. Man muss mehrmals drücken. Hier einfach durchlaufen. Noch mehr durchlaufen. Hallo. Ich konnte nichts machen. Ich war gestunt oder so. Genau, hier ist halt alles mit Fallen geschmückt. Die eigentlich relativ gut sind. Also nicht sehr schwer zum Aussehen. Gut, weil wir so einen Schaden Beet haben, geht es auch relativ gut zu besiegen. So, und wir haben den Atlas der Welten. Das ist cool, ein Atlas, wo man Welten bereisen kann. Nicht nur nach Norden, sagt oder nach Süden.
Okay, jetzt müssen wir ins Versteck. Fertig mit der Kampagne, fertig. Jetzt kommt die richtige. Das richtige Spiel. Ja, es ist schon jetzt eigentlich wirklich so weit, was wirklich etwas passiert. Let me. Gut, dann nehmen wir mal den Atlas, bitte. So. Also ich möchte gerne die noch machen, aber wir müssen jetzt zuerst eine Map. Die Maps haben wir schon ein bisschen gedroppt bekommen. Wir nehmen jetzt einfach mal die linkeste und machen direkt mal. Machen wir mal Bindungsfeld rein. Also. Keine Anfälligkeit verursachen. Weniger Rüstung, Blockchance, ja. Zeitgeschwindigkeit. Ist aber nicht so schwer. Also unser Bild ist genug stark, um das auszuhalten. So, und hier nehmen wir einfach mal. Wir schauen mal, was ich am wenigsten habe. Sumpftal habe ich am wenigsten. Sumpftal oder die erste. Ja, mach ich Sumpftal. So, und wir haben 6 Versuche und müssen. Ja, also 6-mal sterben pro Map. Aber natürlich müssen wir das verhindern. Und wirklich, wir haben kaum Probleme. Das ist so genial. Also so ein starkes Bild in der ersten Map hatte ich noch nie. Das ist einfach genial. Weil wir auch volle Resistenzen wahrscheinlich haben. Nein, nicht mal. Nein. Ja, nicht mal. Feuerresistenz müssen wir noch ein bisschen buffen. Aber wir haben ja jetzt Verzauberungen, also schon lange. Aber ich nutze die meistens erst jetzt, weil die Items zu viel switchen. Jetzt können wir da auch gut verzaubern. Jo. Und ihr seht, die Gegner haben schon viel mehr Leben und machen mehr Schaden. Also vor allem Leben haben sie mehr. Sind öfters. Also sind mehr Gegner pro Quadratmeter oder so. Und ja, vor allem die Quality und Quantity. Ja, Quality und Quantity ist erhöht. Also mehr Gegenstände droppen und seltenere Gegenstände. Currency ist ausgeschlossen. Ich glaube, Maps sind auch ausgeschlossen. Nein, dort sind schon drin. Also das mehr rare Maps oder Unix Maps dann drum ist schon drin. Jo, und ihr seht, dass man braucht ein bisschen länger, aber das ist natürlich klar, wenn der Bild noch nicht so stark ist. Weil die meisten Items jetzt natürlich erst droppen. Also die meisten Items sind irgendwie so ab Level 60 droppbar oder ab Level 70. Okay, der Geist ist gleich bei uns entwischt. Wenn so ein Strahl ist, dann ist er entwischt. Also er geht wieder in die Totenwelt rein. Aber ja, sie sind nicht bonusiert, sie sind zu schnell, haben zu viel Leben, haben einfach zu starke Besonderheiten. Das ist wirklich schon längere Zeit ein Kritikpunkt. Ja. Nicht wegteleportieren kann. Ich bin leider rein teleportiert in dem Falle. Ja gut, eben man kann ohne Probleme sterben. Man muss es sozusagen machen. Geht nicht anders. Weil die Maps ein richtig schwer, starker Ding ist. Schwierigkeitsgradanstieg. Und das sollte man natürlich schon ein bisschen safer machen. Aber gut, ich habe halt nicht immer so Geduld. Ich spiele das Game seit 2012. Ich habe das in der lose Beta, habe ich es installiert. Das erste Mal.
Ja, und es ging bei mir überhaupt nicht gut. Die ersten Monate und Jahre hatte ich immer wieder Probleme, weil ich sie auch über Steam gespielt habe. Die Steam-Version hat nicht immer so viel Performance und auf einem HDD und das geht halt. Das Spiel muss auf einer SSD, den Festplatte installiert werden. Ich weiß gar nicht, was der Tunnel ist, aber ich glaube, die Map geht hier weit. Ich kenne die Map jetzt gar noch nicht mehr so gut. Ist die neu? Kann schon sein, dass die jetzt durch die Umwandlung in dieser Season, Map-Umwandlung, neu ist. Oder einfach immer groß war, also T10 plus war. Also T11 habe ich viele schon gespielt. T12 plus wahrscheinlich. Jo, ging gut. Nichts Besonderes, ne? Keine Ahnung, für was die Items so markiert sind. Genau, und jetzt geht der Boss. Und der Boss ist schneller, hat mehr Leben, glaube ich. Ja, mehr Schaden. Was ist denn für ein Boss? Okay, der. Ah ja, ich kenne die Map. Hat wahrscheinlich einfach ein bisschen anderen Anstrich bekommen. Aber ich kenne die verschiedenen Bosse. So, Map abgeschlossen, ein Tod leider kassiert. Ja, war aber wirklich einfach so programmiert, weil die machen ja so viel Schaden. Die Skeletons mit dem Ding. Also das sind eines der heftigsten Anfängergegner. Also wenn man in die Maps kommt, kommen die manchmal. Meine Regenerationsrate ist zu hoch, aber ich brauch's nicht. Es hat überhaupt keine Resist, also ja, so diese defensive Aspekte sind nicht drin. Blitzwiderstand nur ganz wenig. Also mindestens zwei Resistenzen und erhöhte Rüstung, also nicht nur 17. Ja, und da haben wir auch mal eine Mana-Regenerationsrate. Ja, ich nehme den nicht mit und den durchlagern. Genau. So. So langsam wird es aber hier auch voll. So, June. Ich möchte gerne mal ein bisschen Syndicate machen. Das Amulett habe ich auch schon. Ja, genau. You. Hab zuerst hier You und danach. Schauen, die Crit-Chance ist viel höher hier. Stufe 23, Stufen 45, 68 ist natürlich schon viel höher. Aber eben, wenn es schlecht ist. Oh, da haben wir auch noch eins gefunden. Haben wir schon drei gefunden. Schlechter. Also ja, hat kein Bewegungsgeschwindigkeit drauf. Also, Flussmündung. Ja, ich kann diese Sache nicht wegmachen. Ich mache jetzt eigentlich nochmal Heists. Ich habe ja jetzt eine Map gezeigt. Jo. Ah, die Karte haben wir gef also hat er gefunden. Gut, jetzt haben wir eine Map gemacht. Das ist die hier.
Und jetzt kommen diese kleinen Symbole, die Map-Symbole, jetzt überall, je mehr wir finden. Also jetzt können wir hier trockenes Meer finden, wir können Küste finden, die sind Level 2, die findet man also schon in Flussmündung-Karte. Da findet man dann eine T3-Map, Level 3-Map, Caldera, und in Caldera findet man zum Beispiel eine 4-Map oder eine 2-Map oder eine 1-Map. Runter geht eigentlich immer relativ, und da ist die Chance. Also 1,5% Chance, überhaupt mal eine bessere Map zu finden, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Dass sie einfach die Höhe, ein höheres Level haben. Also dass eine T1-Map in einer T1-Map dann Level 2 haben. Ja, und so weiter. Gut, aber die Chance, dass man höher findet, ist schon da. Also schon gut da. Deshalb machen wir auch Progress, sonst würde man ja gar keinen Progress machen. Gut, ja, dann machen wir im nächsten Part dann die Heists. Bitte dran denken, ja. Wir machen die jetzt hier rein, damit wir die machen in der nächsten. Ja, ich mache aber jetzt mal eine Aufnahmepause. Ich habe schon genügend Aufnahmen gemacht. Sonst habt ihr da nicht mehr aktualisierte Ding. Ja, hier ist ein Lichtschrank. Ja, da sieht man ihn. Habe ich einfach mal hier platziert. Das kann man alles wechseln. Ich kann das ja auch mal dann zeigen in einem der nächsten Parts. Wie man sich so, ja, diese Sachen hier hinstellen kann und zwar. Ist halt ein bisschen schwer zu bedienen. Aber gut. Jo, das werde ich auch noch zeigen. Tschüss.